Ich glaube, Jesus ist ein Geschenk für dich und für mich. Und in diesem Predigtäppchen versuche ich dir zu erklären, was ich damit eigentlich genau meine. Moin, herzlich willkommen hier zu einem neuen Predigtäppchen. Heute geht es um Geschenke oder um Jesus und Geschenke. Es geht um die Frage, warum ist Jesus ein Geschenk für dich und für mich, für, ich würde sagen, jeden Menschen. Und hier kommen meine Gründe, warum Jesus ein Geschenk für mich ist. Für mich ist Jesus ein Geschenk, weil wir dadurch viel mehr über Gott wissen. Ohne Jesus wüssten wir natürlich etwas oder auch gar nicht so wenig über den Gott der Bibel. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass das wie so ein verschwommenes Bild wäre, wie ein Video, was nicht scharf gestellt ist. Ziemlich unscharf. Man könnte ein bisschen was erkennen, aber nicht wirklich. Für mich ist Jesus ein Geschenk, weil ich an ihm erkenne, wie groß das Interesse von Gott an uns Menschen ist. Denn die biblische These ist ja, dass Jesus Gott in Menschform ist. Jetzt vielleicht als Vergleich. Irgendwie, wenn Leute mir erzählen, oh, wir gehen hier auf Mittelalter-Festivals, das ist total cool. Und ich sage dann, glaube ich auch, finde ich auch total spannend. Dann kann dieser Satz, so wie ich ihn gerade gesprochen habe, total ironisch verstanden werden oder wird deutlich, dass ich das nicht ernst meine. Wenn ich aber zeigen möchte, dass ich das wirklich spannend finde und mich wirklich dafür interessiere, was mache ich? Ich komme mal mit auf so ein Mittelalter-Festival und tauche in dieses Leben, in diese Welt ein. Und jetzt will ich sagen, Gott ist auf dem Mittelalter-Festival, aber also ich denke, ihr versteht den Punkt, hoffe ich. Gott ist in Jesus richtig in unsere Welt eingetaucht. Und das ist für mich ein Geschenk, weil es zeigt mir, wie groß das Interesse Gottes an uns, an mir, an dir ist. Für mich ist Jesus ein Geschenk, weil Jesus so etwas ist wie ein Aus-dem-Weg-Räumer. Gott hat durch Jesus alles, was zwischen ihm und mir, zwischen ihm und dir, was zwischen ihm und uns Menschen stand, beiseite geräumt. Das ist die Geschichte von Ostern, vom Kreuz, von der Kreuzigung von Jesus. Die Idee dahinter ist, dass Jesus für all das gestorben ist, was zwischen Gott und Menschen stand. Und das ist für mich ein Geschenk, weil Jesus ist quasi ein Wegfreimacher. Ein, wie habe ich das eben genannt? Naja, also wir machen den Weg frei. Das könnte auch ein Slogan von Jesus sein. Ich mache den Weg frei. Und dann gibt es noch einen vierten Grund, warum Jesus für mich ein Geschenk ist. Denn ich lese in der Bibel, dass für dieses Geschenk gilt, geschenkt ist geschenkt. Also, dieses Geschenk gibt es und das wird nicht zurückgeholt oder das wird nicht an irgendeine Bedingung geknüpft, sondern geschenkt ist geschenkt. Gott hat uns das geschenkt und das bleibt dir, mir geschenkt. Das heißt, was auch immer passiert, Gott bleibt dir nahe. Was auch immer passiert, Gott interessiert sich immer für dich und dein Leben. Was auch immer passiert, der Weg zwischen dir und Gott bleibt grundsätzlich frei. Und dann, ich weiß nicht, ob das noch der fünfte Grund ist oder aber trotzdem gehört das für mich dazu, warum Jesus für mich ein Geschenk ist. Ich glaube, Jesus interessiert sich auch für unseren Alltag, für die kleinen und großen Dinge. Das finde ich schön, dass dieser große Gott, der irgendwie krass ist und die Welt geschaffen hat und so weiter und irgendwie unvorstellbar ist, in Jesus wird er für mich auch verständlich und vor allem glaube ich, dass durch Jesus, und nein, ich glaube nicht, ich kann sagen, für mich zeigt sich in Jesus, dass Gott sich für alles in unserem Leben interessiert, auch für die kleinen Dinge. Und deswegen, wenn du das hier guckst oder das hier hörst, das hier siehst, vielleicht gibt es ja irgendwas in deinem Alltag, wo du manchmal denkst, ah, okay, ob das Gott interessiert? Und ich würde sagen, ja, genau das interessiert Gott. Egal wie klein das ist, egal wie unbedeutend, vielleicht wie lächerlich es ist, wo du sagst, das kann ich keinem erzählen, was mich gerade beschäftigt. Gott interessiert sich dafür. Deshalb mache ich heute mal was, was ich sonst, glaube ich, nie bei den Predigtäppchen mache. Und zwar möchte ich dich einladen. Ich möchte dich, das ist so eine christliche Floskel, ne? Ich möchte dich einladen. Ich lade dich ein. Punkt. Ich mache dir den Vorschlag, Folgendes zu tun. Einfach jetzt gleich eine Minute Zeit nehmen und einfach mal Gott das erzählen, was dir auf dem Herzen liegt. Und sei es noch so klein, sei es noch so unbedeutend. Das kann ja was Trauriges, was Schönes, was Spannendes, was auch immer es ist. Erzähl es einfach mal Gott. Kann man ein Gebet nennen? Musst du nicht so nennen. Kannst die Augen schließen? Musst du nicht. Kannst die Hände falten? Musst du nicht. Völlig egal. Aber einfach mal jetzt gleich auf Pause drücken und Gott eine Minute erzählen, was dir auf dem Herzen liegt. Und für mich ist Jesus ein Geschenk für dich und für mich, weil aus meiner Sicht, dank Jesus, sozusagen nichts zwischen Gott und dir steht. Deswegen können wir mit jedem Scheiß zu Gott kommen, egal wie klein oder groß. Und er interessiert sich dafür. Punkt. So viel für das Predigtäppchen, als Predigtäppchen heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie immer, wenn nicht, gerne anmerken. Wenn ja, gerne liken und teilen. Und ich freue mich wie immer über deine Fragen, Anmerkungen, Kritik und so weiter. Und bis bald oder bis spätestens nächste Woche Freitag.